Egoisten. Oberflächlich. Dumm. Idioten. Schweine. Ärsche. Objekte des Hasses. Worüber ich rede? Männer. Heterosexuelle Männer. Mabache TV. Nur um eins klarzustellen, ich selbst bin auch ein heterosexueller Mann. Aber manchmal schäme ich mich dafür. Warum? Weil ihr Idioten unser Bild bei der Frau gegenüber wirklich mit Füßen tretet. Es ist irre. Seit über 25 Jahren interagiere ich mit Frauen auf einem Niveau überhalb der Sandkisten. Und ja, wer es rechnen kann, wird feststellen, dass ich mit weit über 10 Jahren noch in der Sandkiste war. Aber hey, erstens habe ich die Größe dazu gehabt und zweitens, wenn man öder ist mit Wasser und Sand, kann man coolere Sachen machen als die Dreijährigen. Gut, seit über 25 Jahren interagiere ich also mit Frauen und jeder Mann auf dieser Welt interagiert mit Frauen. Mal davon abgesehen von der Ehefrau oder der Freundin. Da gibt es die Mamas, die Omas, die Schwestern, die Cousinen, die Nichten, die Tanten, die Schulkolleginnen, die Lehrerinnen, die Busfahrerinnen, die Hanfdealerinnen, die Ärztin, die Chefin, die Angestellte oder die DM-Verkäuferin, wegen der man 7 Kernsaft da hat und mit dem Hauch eine Ahnung hat, wie man die scheiß Dinger flüssig kriegt. Wurscht, wir interagieren alle mit Frauen. Aber vielleicht sollen wir einfach von vorne anfangen. Letzte Woche bin ich einer Frau begegnet, mit der ich interagiere. Und die begegnet mir, kommt auf mich zu, es ist ein schöner Tag. Und ich sag, hallo, wow, heute schaust du aber hübsch aus. Und ich weiß, das klingt irgendwie scheiße, wenn man das so sagt. Aber hey, ich weiß, dass sie darauf achtet, wie sie ausschaut. Sie hat ihr Make-up im Gesicht, setzt sich gut an und sie mag es, wenn man das bemerkt und anspricht. Übrigens, meine Damen, wir Männer mögen das auch, wenn wir uns bemühen, dass das anerkannt wird. Wir können mit den Komplimenten nicht umgehen, aber wir hören es ganz gern. Nur so als Randnotiz. Gut, also ich so, hi, wow, heute schaust du extrem gut aus. Und was kommt von ihr? Was kommt von ihr? Danke. Ich hasse alle Männer. Sind das Idioten? What? Nur mit zum Mitschreiben. Ich? Hallo? Wow, heute schaust du aber gut aus. Und sie? Danke. Hä? Und dann? Ich hasse alle Männer. Sind das Idioten? What the fuck? Was macht ihr Typen? Was kann ich dafür, dass ihr so deppert seid? Anscheinend. Ich sag euch, wenn ihr Frauen über mich fragt, also zu mir befragt, dann gibt's keine, die solche Sachen sagen würde. Die Frauen, die mich gut kennen würden, sagen, ich bin ein Sexist, ein Macho und irgendwie ein bisschen. Ja, ein Schobi. Aber selbst wenn sie das sagen, mögen sie nicht. Weil sie wissen, dass ich, wenn ich solche Sprüche lasse, rein provozieren will. Und ich eigentlich damit niemanden beleidigen will. Was natürlich nicht passt, dass es deswegen gut und richtig ist. Und ich habe diese Seite meiner Persönlichkeit in den letzten Jahren auch immer mehr in den Griff bekommen. Und deshalb immer weniger sexistisch unterwegs. Dass ich weiß, dass ich daran arbeiten muss und ich tue es auch. Aber trotzdem hat es nie eine Frau gegeben, die sowas über mich sagen würde. Und ich verrate euch jetzt, meine Herren, aufgepasst, mein Geheimnis. Erstens, schaut den Frauen ins Gesicht. Ins Gesicht schauen. Die haben Augen, Nasen, Mund. Manchmal schauen die ganz gut aus und sind irgendwie interessant. Da kann man ruhig schauen. Die müssen nicht drüber nur drauf herschauen, wenn es mit einer Witz, okay? Also, Gesicht. Und wenn gar nichts interessant in eurem Gesicht ist, dann schaut einfach auf die ganzen Lachfältchen und zählt es. Und achtet darauf, ob die sauteuren Cremen im Bad ihre Wirkung tun und die Fältchen wirklich verschwinden oder nicht. Wurscht, habt ihr geschaut, Zerner? Ins Gesicht. Nummer 2. Horcht, Zerner. Horcht ihr dazu und merkt euch 2 Sachen am Tag, bis euch verzöhnt. Mehr ist nicht notwendig. Und ich verspreche euch, wenn sie in einem Dreivierteljahr, egal ob Freundin oder nur Bekannte, wenn sie in einem Dreivierteljahr hingeht und miteinander redet und ihr sagt, hey, warte mal, das hast du mir eh schon mal erzählt, oder? Hey, ja, ich weiß, dass du das magst, hast du schon mal erwähnt. Ich verspreche euch, der Himmel auf Erden geht auf für euch. Ihr werdet es nicht bereuen. Merkt euch 2 Dinge, die sie sagen. Drittens, stellt Regeln auf. Nicht ihr sagt, bumm, so hat es zu sein. Nein, nein. Gemeinsam mit der Frau gegenüber von euch. Und natürlich, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die Regeln müssen immer individuell festgelegt werden. Die Regeln, wie du mit deiner Mama umgehst, sind andere, wie die Regeln mit der DM-Verkäuferin oder mit deiner Ärztin. Und die Regeln, die du mit deiner Mama festlegst, sollten auf jeden Fall ganz anders sein, wie die Regeln, die du festlegst mit deiner Freundin. Ganz wichtig. Also, das ist ein bisschen kompliziert, aber es bringt was. Und viertens, und da komme ich jetzt zu einer der wichtigsten Regeln, die ihr da festlegen solltet, wenn euch was nicht passt, redet es gleich an. Sagt's, was euch nicht passt. Klar, wenn
formuliert sie es, versucht Argumente zu finden und sagt sie es direkt. Und dasselbe muss für sie auch gelten. Also wenn ihr was nicht passt, fordert sie es auf, dass sie es echt direkt sagt. Und nicht irgendwann irgendwie vorhält. Ich weiß, in einer Beziehung ist sowas extrem schwierig. Aber ich schwöre, das funktioniert. Ohne jemanden zu beleidigen oder gleich was vorzuhalten, so sachlich wie möglich sagen, was Sache ist. Bei mir hat das jetzt bisher immer funktioniert. Also ich weiß, wir Männer sind ein bisschen langsam im Begreifen, deswegen wiederhole ich es nochmal. Erstens, anschauen, Gesicht, wichtig. Zweitens, zuhorchen und zwei Dinge merken, okay? Was haben Sie auch gesagt? Drittens, Regeln aufstellen, gemeinsame Regeln aufstellen. Viertens, offen sagen, wenn da was nicht passt und das vom anderen auch so annehmen. Mit diesen Mitteln können wir das Bild des Mannes, das die Frau von uns hat, lieber korrigieren. Ich glaube fest dran. Und nun zu euch, meine Damen. Ich weiß natürlich, wenn ihr solche Sachen über Männer sagt, dann kommt es immer aus einer Beziehung aus. Das heißt, meistens schimpft sie wegen Männern, mit denen ihr in einer Beziehung seid oder eine Beziehung gehabt habt. Ist mir schon klar. Ich habe in den ganzen 25 Jahren und mehr noch nie gehört, dass sich eine Frau dermaßen über einen schwulen Mann aufgeregt hat. Ich habe zwar keine Beziehung mit schwulen Männern. Ich habe aber auch noch nie gehört, dass sich eine Frau über einen behinderten Mann so ausgelassen hat. Wahrscheinlich, dass ihr auch keine Beziehung mit ihm habt. Deswegen brecht einmal mit eurem Muster. Wie wär's mit einem Rollstuhlfahrer? Das mit Sex lasst ihr alles regeln und ihr habt den Vorteil, ihr habt immer was zum Sitzen. Ihr müsst nie wieder euch retauschen, selber schleppen. Und bei Konzerten habt ihr immer einen erhöhten Sitzplatz und Tickets für euch und den Rollifahrer sind immer billiger als wie zwei Tickets für Nichtbehinderte. Aber wenn ihr das im Rolli von Anfang bis sie zu stressig und ihr dieses freie Mobilitätsgefühl braucht mit Radeln und Sporteln und Klettern, wie wär's mit einem Zauben? Die Kinder genauso sportlich sein wie die Nichtbehinderten. Aber ich garantiere euch, wir schauen euch immer an, wenn sie mit euch reden. Die Kinder mit euch in einem vollen Raum Dirty Talk machen, ohne dass andere mitkriegen. Wenn ein Fußballspiel rennt, ist einem das vollkommen egal, wenn ihr daneben stundenlang telefoniert oder irgendeine andere Serie schaut, egal wie laut. Und wenn ihr mal streitet, dann hört es auch keiner. Genial! Aber ich möchte nicht darauf vergessen, euch auch noch vielleicht blinde Männer ans Herz zu legen. Ihr weiß, blind und so, schwierig. Heterosexuelle Männer tendieren ja oft dazu, dass sie mit ihren Händen schauen. Sagen wir ehrlich, wir wissen nicht, was wir machen damit, oder? Das haut nie hin. Blinde Männer aber, die haben Adleraugen mit ihren Händen. Die wissen genau, was sie tun. Wenn euch die angreifen, wissen sie, was sie machen. Außerdem, und jetzt kommt der Kicker, ihr kriegt einen Hund dazu! Wahnsinn, oder? Ein Hund zu einer Beziehung. Obendrauf. Geil, oder? Also, das war's für die Woche. Ich hoffe, gemeinsam können wir das Bild der Männer etwas korrigieren. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr eine Meinung habt zum Männerbild, ob man es ändern muss, wie man es ändern kann, schreibt es in die Kommentare. Schaut auf meine Facebook-Seite. Mabacher kommt vorbei. Lasst mir dort einen Kommentar. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, seid ihr am Montag. Mein Montagswitz garantiert dabei. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Geht's raus, genießt die Sonne. Rechts mit Frauen und schaut es dabei an. Und wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Danke. Ciao.